Forever Match ist eine Single Competition und ist festgelegt für einen Fall. Er ist Paulewan Niemann! Zwei junge, hungrige und talentierte junge Mann aus Hamburg treffen in der Markthalle für die WXW aufeinander bei Fight Forever zu Beginn von Wheel of Wrestling 61. Mette Maße hier mit eurem deutschsprachigen Kommentar und live für euch hier, Paulewan Niemann im WXW-Debüt. Ich rufe seinen Gegner in den Ring. Körpergröße 1,82 Meter. Kampfgewicht 95 Kilogramm. This is und wie gesagt, es ist ein Bündel aus zwei jungen, hungrigen Talenten. Die zweite Talent in diesem Formel kommt in Form von Yokai. Ein sehr enigmatischer junger Mann. Das wird eine sehr, sehr interessante Auseinandersetzung werden zwischen Yokai und Paulewan Niemann. Schau dir da an, Niemann. Wie ein wilder Jaguar, wie ein wilder Leopard, der wartet einfach nur auf den Moment, wo er losgesetzt werden darf. Und im Gegensatz sehen wir. Auf die Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Okay. Mehr mit der Ruhe. Nimmt sich diesen Moment ein. Und Ruhe ist niemals ein Wort, was mit der Markthalle hier in Hamburg bezogen werden. Die Markthalle, eine der primäre, markantesten Arenas von der WXW. Ein wilder Abend erwartet uns hier bei Wheel of Wrestling 61. Zu Beginn auch einen wilden Austausch zwischen Yokai und Niemann. In diesen frühen Sekunden. Oh mein Gott! Yokai schmeißt Niemann völlig zum Boden und angelaufen mit dem Senton. Yokai könnte hier ein schnelles Feierabend erwarten. Anlauf von Yokai, Shining Wizard, aus dem Weg gegangen ist Niemann und damit jetzt mit diesem Uppercut weiteren. Und beide Männer erkennen die Chance, die vor sich stehen hier. Einen Sieg in der Markthalle hier bei Fight Forever konnte ihre Karriere hier bei der WXW wirklich zum Starten bringen. Niemann jetzt. Dieser Disaster Kick. In dieser, mein Gott, Niemann. Er suchte hier einen Clothesline, abgefangen von Yokai, aber die Ellenbogen kommen direkt hier von Niemann und einen Moment. Eine Instanz der Ruhe. Worte klar, Aktionen klarer. Niemann scheinbar kriegt hier die obere Hand. Und vielleicht hatte Yokai gerade nur aufgewacht damit. Abgefangen da mit diesem Upwards Thrust, diesen Uppercut von Yokai.
Angelaufen, Knie ins Gesicht hier von Nima. Bein mit dem Big Boot von Yokai. Nima sieht gerade Sterne. Aber das Schicksal von Yokai könnte hier jetzt ihn zum Stern machen. Mit diesem Sieg hier in dem Cover bei Fight Forever. Ein Kickout von Pahlavan Nima. Es erwartet uns eine wilde Nacht hier bei Wheel of Wrestling 61. Zwei Titel stehen auf dem Spiel. World Tag Team Championship, Shotgun Championship und vielleicht der erste Sieg des Abends hier für Yokai. Nima kämpft dagegen. Oh, was für ein Headbutt hier von Nima. In die Seile, vielleicht diesmal findet er den Clothesline. Und Nima hier um den Sieg in Hamburg. Ein Kickout von Yokai. So viel Feuer, Intensität in Nima und Yokai. Diese mentale Spielchen von Yokai. Nima wollte fast sagen, ein bisschen Hesitation, aber er vielleicht sehr verständlichen Fokus hier. Das Gefahr von Yokai deutlich. Yokai hier. Warte. Levani! Was? Levaniel! Was macht Levaniel hier? Warum? Weil als das. Warum muss jeder Moment von diesem Mann übernommen werden? Facecrusher von Levaniel! Ich verstehe diesen Neid um die Aufmerksamkeit von Levaniel nicht. Die Herausforderung steht fest, aber der Pulverfass wurde gerade angezündet.
in Oscar. Frage ist, kann Oscar Nathaniel dazu bringen, dass er diese Aktion hier bereut? Und genau diese Aktion, die Antwort auf genau diese Frage bekommen wir an diesem Abend im Main Event. The Sigma seit seiner Verwandlung unaufhaltbar als Shotgun Champion. Ist das hier die letzte Herausforderung für Nathaniel in Form von Oscar? Und ist es auch hier der erste Gold in der BXW-Karriere von Oscar? Erfahren wir im Main Event an diesem Abend, wo man von Gold redet. Eine weitere Chance hier für Team KXS. Die erste Chance um den Titel. Seit die Vereinigung von Axel Tischer und Fast Time Mudo sind sie unaufhaltbar. Cash und Hector haben die größte Herausforderung vielleicht bisher für ihre Tag-Team-Regentschaft. Wird an diesem Abend Cash und Hector die Tempest von KXS überwinden? Oder heißt es Drachenmord in diesem Match? Und ebenfalls, wo man von Pulverfass redet, von Explosive 3-on-3 Action. Aigle LeBlanc am selben Team mit Mike DeVecchio und Nick Schreier, die gerade eine bestimmte Allianz gefunden haben, sagen wir mal. Gegen Stephanie Mays, Bobby Guns und ein zurückkehrender Mochizuki Jr. Diesen Mann haben wir nicht gesehen seit Wheel of Wrestling 58 bei Karat Wochenende. Einen Mann, den wir aber sehr, sehr viel gesehen haben. Robert Dreisker, Unified World Wrestling Champion. Ein absoluter, dominanter, monströser Mann, der zuletzt rausgenommen von Peter Tihanyi wurde bei Back to the Root. Hier ist eine Hassaffäre, eine absolute, aufgefeuerte, feurige Hassaffäre zwischen Tihanyi und Dreisker im Non-Title-Action hier. Aber ein ganz, ganz großer Punkt, der wichtigste Punkt. Wheel of Wrestling 61 kommt zu euch live hier aus der Markthalle. Aber wenn ihr Teilnehmer von, wenn ihr Abonnenten werdet von WXW Now für 9,99 Euro, bekommt ihr Drive of Champions in 2 Wochen dazu kostenlos live, direkt in dem Moment der Veröffentlichung. In dem Moment, wo alles passiert, erfährt ihr alles, wenn ihr jetzt Abonnenten werdet für WXW Now 2.0. Erfährt nicht nur die Markthalle, erfährt nicht nur Wheel of Wrestling 61, sondern auch in 2 Wochen live könnt ihr erfahren, wer den Drive of Champions hat.